Kreisel sind wiederum Hülsen, Papphülsen. Die werden hier wahrscheinlich in zwei Lagen sortiert sein, im Kreis herum. 7 Stück, 14 Stück, I think 14? Yes. 14. So ist 14 Verfalle in hier. Das heißt, es ist kurze Hülse, die ungefähr so brennt wie eine Fontäne. Die wird jetzt von hinten gezündet und da die ungehalten abbrennt, dreht die sich dabei und macht dann eben für 3 Sekunden, 4 Sekunden so einen Kreiseleffekt. Und in der Mitte ist dann noch eine Auffüllung mit roten Sternen. Es ist früher Nachmittag. Ming hat 280 Kugeln geschafft. Noch 20, dann ist Schluss für heute. Auch ihre Kolleginnen legen die Kugel- und Zylinderbomben unter freiem Himmel zum Trocknen aus. Was von Weitem wie die Auslage einfarbiger Zierkürbisse wirkt, ist die fast vollständige Produktion eines einzigen Tages. 5000 Stück. Geliefert wird in alle Welt. Das Schöne an diesem Trockenprozess hier ist, dass die Sterne sehr langsam trocknen und auch die Bomben und sich keine Risse bilden oder keine oberflächliche Trocknung und unten drunter bleibt es feucht. Das bringt relativ harte und sehr stabile Sterne mit sich, diese Form von langsamer Trocknung. Hat den Nachteil, dass die Produktionsgeschwindigkeit hier sehr runtergeht, wenn es anfängt zu regnen. Ne? Francis hat für Markus Katterle eine Überraschung vorbereitet. Auf einem Brachland am Stadtrand lässt er Kometen und die gewünschten Bomben mit den neuen Farbmischungen in den Himmel schießen. Von den meisten Exemplaren aus dem Pyrotechnik-Versuchslabor ist Markus begeistert. Die werden wir in unsere Frankfurter Show einbauen. Die Nachtsichtkamera zeigt uns aber noch etwas anderes. Die kindliche Freude zweier Männer an ihrem Lieblingsspielzeug. Das vergängliche Spektakel noch vor Augen, sind wir wieder in Hongkong. Auch die nächtliche Stadt fasziniert uns an diesem Abend. Dann geht es zurück nach Deutschland. Auf dem Gelände seiner Firma hat Markus Katterle eigens einen Bunker bauen lassen. Mit seiner Mitarbeiterin Steffi überprüft er den Bestand seines Schatzkellers. Katterle ist erleichtert. Inzwischen ist die Lieferung für die Frankfurter Show aus China eingetroffen. Pyrotechnik ist von Anfang bis Ende Präzisionsarbeit und erfordert die Einhaltung strenger Regeln. Wir erfahren, dass sich bei 12 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 50% die roten Pfingstrosen, Goldbrokatweiden, Blinkersterne und Purpurrosen am wohlsten fühlen. Hier haben wir einen kleinen Feuertopf, der Effekte macht. Die Höhen dieser Effekte gehen zwischen 20 und 60 Meter in etwa. Und das Problem ist jetzt bei so einer Situation wie in Frankfurt, wir haben einen Fluss, auf beiden Seiten stehen Menschen. Und das heißt, wir haben nirgends einen großen Sicherheitsabstand. Deshalb müssen wir mit sehr viel kleinen Effekten ein eindrucksvolles Bild erzeugen. Bedeutet sehr aufwendige Ansteuerungen, sehr viel Rhythmus, sehr viel Takt und viele, viele Effekte, die dort aufgebaut werden müssen. Aus 3000 solcher Rohre lässt Katterle Bomben verschiedener Kaliber in den Frankfurter Abendhimmel feuern. Die Verkabelungs- und Verpackungsarbeit erfordert höchste Konzentration. Täglicher Umgang mit so viel Explosivmaterial. Wie gefährlich ist das für die Mitarbeiter? Wir haben hier eine leichte Decke, eine ganz dünne Decke. Und sollte hier mal was passieren, ist die Chance sehr groß, dass der Effekt durch diese dünne Decke hindurchdringt und sich ganz normal am Himmel zerlegt. Das würde erstens mal dazu führen, dass hier nicht weitere Folgeschäden entstehen, also Überzündungen stattfinden. Und zum Zweiten, selbst wenn etwas passiert, ist die Druckentwicklung hier ganz gering, weil nach allen Richtungen der Druck weg kann, auch nach oben. Und bei ganz vielen solchen Explosionsunfällen ist der Druck die hauptsächliche Todesursache, nicht Verbrennung oder ähnliche Sachen, sondern es ist wirklich der Druck, der dazu führt, dass sämtliche inneren Organe zerrissen werden. Und insofern ist das ein wirklich, auch wenn das relativ banal aussieht, ein wirklich sehr genau überlegter und sicherheitstechnisch geplanter Arbeitsplatz,
für das Vorbereiten von Feuerwerk. Jede Bombe, jeder Komet und jeder Feuertopf bekommt für den Transport nach Frankfurt und später auf der Abschussanlage eine Codenummer, die im Zentralrechner gespeichert ist. Kein Effekt darf eine Sekunde zu früh oder zu spät gezündet werden, denn das Feuerwerk ist musiksynchron. Auf dieser Chipkarte ist der Ablauf der gesamten Multimedia-Show gespeichert. Feuerwerk, Lasershow, Videoprojektion auf Wasserleinwände, Artisten mit Pyroeffekten. Genau an dieser Stelle im Main soll in 5 Tagen die große Show stattfinden. Markus Katterle bespricht mit seinem Chef, Pyrotechniker Flame, die exakten Positionen der Abschussrampen auf den schwimmenden Plattformen. Der Sattelschlepper mit den Feuerwerkskörpern, Flammenwerfern, Alkoholkanistern und Zündanlagen ist eingetroffen. FlashArt-Mitarbeiter packen die Pyrotechnik auf 3 Pontons, die auf der anderen Seite der Fahrrinne verankert werden sollen. Wind kommt auf. Wir müssen uns beeilen, sagt Uwe Bröskamp, Kapitän des kleinen Motorbootes, das den ersten großen Ponton in seine Endposition buxiert. Ein Flash-Art-Mann misst die genaue Entfernung bis zum Ufer. Noch scheint alles Routine zu sein. Doch dann verliert das kleine Motorboot den Kampf gegen Wind und Wellen. Getriebeschaden. Auch ein Schlepper. Totalschaden. Schnell sind die ersten Helfer von DLRG und Feuerwehr zur Stelle. Wehe, wenn der Ponton führerlos in die Fahrrinne abdriften würde. Doch geistesgegenwärtig haben Bröskamp und seine Männer 2 6 Meter lange Eisenpfähle in den Flussboden gerammt. Damit ist die schwimmende Plattform verankert. Wir sind außerhalb des Fahrwassers. Wir behindern hier keinen, wir können hier liegen, Lampen sind dran. Wenn uns das Ganze im Fahrwasser passiert, sind wir mitten in der Schifffahrt und sind ein Hindernis. Bis zum Eintreffen eines Schleppers decken Flame und die anderen Flash-Art-Techniker Abschussrampen und Feuerwerkskörper mit Planen zu, damit weder Regen noch Feuchtigkeit aus dem Fluss die gesamte Pyrotechnik lahmlegen. Die Panne mit dem Motorboot hat niemand aus der Fassung gebracht. Doch der Zeitdruck ist größer geworden. Alle müssen jetzt noch schneller, aber genauso präzise arbeiten. So. Am nächsten Morgen. Alle 3 Pontons sind nun in der endgültigen Position, wenige Meter vor der späteren Wasserwand. Und dann wäre mir sehr lieb, wenn ihr die einmal mit einer doppelten Alufolie außenrum zweimal umwickelt, dass wenn diese Pappe anfängt zu brennen, der Wind das nicht auseinandertreibt, sondern okay, dass wenn dann in diesem Topf bleibt, ne? Okay, damit wir nicht in Stress kommen, weil die sind im Finale. Normalerweise dürfte es höchstens 2 Minuten. Bis ihr da wieder auf dem Ponton seid. Aber trotzdem ist mir lieber hier bei den engen Sachen, dass ihr die einmal sozusagen wie so ein Muffin einwickelt, dass da nichts passiert. Das große Fummeln hat begonnen. Kabel verlegen. Dabei peinlich genau auf die Kabelfarbe achten. Die Festigkeit der Verbindungen prüfen. Jede Bombe an eine bestimmte Stelle der zugehörigen Zündbox anschließen. Abstände und Winkel der Abschussrampen korrigieren. Fixieren der Rampen mit Sandsäcken, Schutzfolien anbringen, Tage, die kein Ende nehmen wollen. Trotzdem nimmt sich Chef-Pyrotechniker Michael Flame Robinson die Zeit, uns einen besonders schönen Effekt der großen Show zu erklären.